Hallo lieber Schütze, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der ersten Jahreshälfte 2023 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Ich muss hier ein bisschen ziehen, damit es hier nicht ständig wackelt, ja, wenn ich hier so Karten mische, okay? Beginnen wir mit deiner intuitiven Message, Schütze. Ich sehe dich in Las Vegas. Las Vegas ist eine andere Welt, ist eine Welt für sich. Ist so eine Art Kapsel, ja, so wie eine Kapsel, ja. Eine ganz andere Welt, eine ganz andere Art der Unterhaltung irgendwie, oder eine ganze Stadt, die ein riesen Europapark ist im Grunde, eine große Stadt, die einfach zum Spaß haben da ist. Das ist so, oder da draußen in der Ödnis, das ist ja Wüste drumherum, ist da diese Kapsel, diese Oase des Spaßes sozusagen. Ich glaube, dass du in der ersten Jahreshälfte, Schütze, einen geheimen Spaß haben wirst. Ja, könnte für manche in diese Richtung gehen. Ja, dass ihr sagt, bei mir herrscht tote Hose. Ja, ich bin in einer Beziehung, bei mir herrscht tote Hose. Ich will ein bisschen Spaß haben. Kapsel. What happens in Vegas stays in Vegas. Es kann auch sein, dass du Single bist und Spaß haben möchtest, ja, oder beziehungsweise dein Vergnügen ausleben möchtest und es für dich behältst. Du sagst den Leuten nicht, was dein neues Hobby ist. Auch für jene, die hier jemanden neu kennenlernen, behält es für euch, ja. Ihr wollt das oder das, was in Vegas passiert, soll in Vegas bleiben, sagt ihr. Es kann auch um euer Privatleben gehen, ja, dass das, was in euren vier Wänden passiert, nach außen nicht dringen darf. Okay, geht niemandem was an, sagt ihr da. Schauen wir mal, worum es geht bei dieser Kapsel, die ich da so sehe, ja. Für Schütze bitte in der ersten Jahreshälfte, 2023 bitte. König der Schwerter hier. Früher habe ich Menschen zu nah an mich rangelassen und wurde dann nur verletzt. Ja? König und Königin der Schwerter, das sind stets Menschen, die verletzt wurden. Okay. Und du siehst, oder hier mit diesen Rauchwolken, weißt du bereits, was auf dich zukommen wird, wenn du hier deinem Umfeld, von deinem Hobby, von deinem neuen Kerl, von dieser neuen Frau, von diesem Nebenverdienst, ja, was auch immer das ist, das dir da so Spaß macht, das dir so viel Vergnügen gibt, erzählst. Okay, du weißt, was dann passieren wird. Wird alles wieder in Rauch aufgelöst sein am Ende. Okay. Und die erste Karte bestimmt die Energie der ganzen Legung. In der ersten Jahreshälfte, Schütze, bist du sehr kopfgetrieben. Sehr kopfgetrieben. Da kann man nicht Mitleid bei dir erwecken. Man kann auch nicht dich irgendwie verführen oder ähnliches. Ja, man kann dich auch nicht überzeugen, indem man hier dich verwöhnt oder ähnliches mit irgendwelchen materiellen Dingen. Du bist sehr kopfgetrieben, du weißt, was dir bisher passiert ist und du weißt, was du ab jetzt tun musst, damit es dir nicht nochmals passiert. Okay. Die Weltkarte. Siehst du hier? Kapsel. Das ist eine Kapsel hier. Hier haben wir alle vier Elemente liegen. Hier sehen wir die Rauchwolken. Und ich sehe hier zum ersten Mal, dass die hier direkt an diesem Kranz aufhören. Siehst du das? Da dringt nichts hinein sozusagen. In deiner Hand hältst du zwei Stäbe. Es geht hier um Zukunftsplanungen, ja, die du hast. Gleichzeitig blickst du in Richtung Vergangenheit. Das ist die letzte große Arkana. Mit dieser Weltkarte hier geht es um Dinge, die du nun gelernt hast. Ja. So dieses nie wieder stelle ich meiner Mutter einen Freund vor. Ja.
Nie wieder erzähle ich Alexander von meinen Geschäftsideen. Nie wieder werde ich jemanden allzu schnell an Familientreffen einladen oder ähnliches. Ja, das sind so diese nie wieder tue ich XY-Aussagen, die du hier hast. Mit diesen zwei Stäben, oder? Bei der zwei der Stäbekarte ist der Blick in Richtung Weltkugel. Oder man hält deine Weltkugel in der Hand und blickt daraus in die Welt sozusagen. Und da geht es auch um Reisepläne. Ja? Also ganz konkret gesagt, wollen einige von euch wirklich irgendwo hingehen, ja? Und einfach Vergnügen haben in der ersten Jahreshälfte. Ne? Amsterdam oder so. Amsterdam, Vegas. Vielleicht auch, oder? Muss ja nicht wild sein. Vielleicht irgendwo am Strand. Ja? Einfach mal weg und in eure Kapsel da rein und da etwas genießen. Okay. Der Stern. Wunscherfüllung. Du bist hier an einem Punkt, wo du sagst, dass deine Wunscherfüllung darin liegt, andere aus deinem Leben, aus deinem Privatleben, aus deinem Intimleben rauszuhalten. Okay, das ist die Distanz, die du hier sozusagen kreierst zu den Menschen. Hier nackt. Da, wo andere nicht sind, kann ich voll ich sein, sagst du hier. Okay, es sind Kollektivlegungen, du musst selber anwenden, aber was ich mir hier zum Beispiel auch vorstellen kann, ist, dass hier jemand irgendwo hinreist, um die eigenen sexuellen Vorlieben auszuleben. Ja, nackig. Ja, ich gehe dahin nach Amsterdam und mache dies und jenes. Ja. Ich gehe dahin nach keine Ahnung, Tschechien und so, dort gibt es auch Partys. Ja, ich gehe dahin und habe eine saumäßig wilde Woche in Vegas. Hm. Okay, der Magier. Was auch immer das ist, Schütze. Dein wahres Ich, das, was du da ausleben möchtest für dich, darüber weiß hier jemand bereits Bescheid. Mit irgendjemandem hast du darüber geredet, wie du hier in deiner eigenen Kapsel, in deiner ganzen Wahrhaftigkeit sozusagen, dich selbst ausleben möchtest. Und mit jemandem hast du das besprochen. Weil dieser Magier hier hält ein Ast der Stäbe in der Hand. Irgendjemand unterstützt dich hier dabei. Ja? Es kann jetzt hier bei einigen von euch darum gehen, dass ihr jemanden kennenlernt und dann diesem Menschen sagt, du schau mal, oder stemple mich jetzt nicht ab, aber meine Familie ist bescheuert. Hm? Das ist in der Vergangenheit passiert. Und ich denke nicht, dass ich spinne. Ich denke, die spinnen. Ja? Und dann, dass dieser Mensch dann sagt, ja doch, deine Familie spinnt. Ja? Dein Vorhaben hier, ja, damit, dass wir alles nur unter uns zweien haben, wir unter uns zweien, oder dieses Vergnügen und all das haben und uns fernhalten von deiner Familie. Ich finde das gut, sagt dieser Magier. Ja? Es wäre dann zum Beispiel ein solches Beispiel eben. Oder es gibt hier zum Beispiel, kann es hier sein, dass du einen Nebenerwerb hier ausüben möchtest, ja, und dein Chef weiß Bescheid darüber, findet es super, unterstützt dich dabei, ja, und sagt dir, jawohl, ist richtig so, dass du es geheim hältst vor anderen, ja, wir machen diese Klausel, die wir brauchen mit Unterschrift, ja, für dein Angestelltenverhältnis, aber jawohl, behalte es für dich, verwirkliche dich da bei dieser Unternehmung, ja. Irgendjemanden hast du schon mal hier drauf oder in dieses Thema eingeweiht, Schütze, und dieser Mensch unterstützt dich und ist hier absolut bereit dazu, hier mit diesen vier Elementen auf dem Tisch alles zu tun, damit dein Wunsch hier erfüllt wird. Okay. Was auch immer das ist, dass du da für dich alleine haben möchtest, Schütze, das hier ist keine vorübergehende Sache. Mit der Manifestationskarte hier zeigt sich gleichzeitig auch an, dass das etwas ist, das dein Leben nachhaltig formen wird. Okay? Vergesst die Beispiele mit Amsterdam und Vegas. Vergesst das. Ja. Wenn, dann gehst du nach Amsterdam und bleibst dort und lebst dich aus. Wenn, dann gehst du nach Vegas und lebst du dann dort dein verrücktes Leben. Ja? Was auch immer das ist in dieser Kapsel, es wird zu deinem Leben. Okay? Zwei der Kelche. Ich liebe Schütze und für Schütze mache ich alles. Schützes Wunsch soll mir Befehl sein. Der Teufel. Ich tue alles für Schütze.
alles verschütze. Besessen davon, dir deinen Traum zu ermöglichen, hier Schütze. Ist eine eingeweihte Person hier. Die Teufelskarte steht hier vor allem für die Besessenheit deines Gegenübers. Ja? Dieser Mensch ist besessen damit, es dir recht zu machen. Ja, liebt dich hier sehr. Und Entschuldigung, mit der Sternkarte und der Weltkarte wird so diese Teufelskreiswirkung hier neutralisiert. Okay, du musst da keine Angst haben. Vor allem mit der Sternkarte. Ritter der Münzen hier. Du bist dir nicht so sicher, ob du dich mit diesem Eingeweihten hier zusammentun möchtest. Du bist schon mehr in einem Modus, wo du sagst, oder wo du eher Menschen außen vor hältst, als dass du hier irgendwelche Teamplayer einlädst. So, Allah, komm, lass uns das zusammen machen oder ähnliches. Lass uns dieses Leben zusammen kreieren. Lass uns hier zusammen Freude haben oder ähnliches. Okay. Du hast es dir hier eigentlich vorgestellt, für dich alleine. Ich meine, du bist hier alleine und hier alleine. Für dich alleine Spaß zu haben zu Hause, dein Vergnügen zu haben, deine Hobbys zu haben. Ja, du hast dir eigentlich vorgestellt, ein Leben zu haben oder in deinem Leben einen Teilbereich zu haben, das du nur alleine verfolgst. Okay. Ich frage mich gerade, wie genau du das in Bezug auf Beziehungen meinst. Hast du dir vorgenommen, keine Beziehung zu haben und stattdessen alleine da unterwegs zu sein auf dem Single-Markt und dann auch alleine zu bleiben? Ist es sowas? Sechster Schwerter hier. Wir haben hier diese unsteten Gewässer, hier geht es in ruhigere Gewässer, hier haben wir sechster Schwerter, drei der Schwerter ist passiert, sechster Schwerter ist der Effekt davon. Du hast die Nase voll von möglichen Verletzungen. Es kommt mir vor, wie wenn du immer nur verletzende Worte gehört hast von deiner Familie, von deinen Arbeitskollegen, ja, wer auch immer diese Truppe da ist. Und wenn du dann zum Beispiel, ja, sagen wir mal zum Beispiel, wenn du dann da in diese Gruppe reingehst, in Richtung Familie oder Teamkollegen, was auch immer, einfach mal da hingehst und wenn du dir dann vorstellst, wie du da eine tolle Handcreme vorstellst, ja, diesen Leuten, hey, schaut mal, ich habe eine tolle Handcreme gefunden, die ist nicht toll. Aber ja, die ist nicht toll. Ich mache die einfach nur noch fertig. Ja, so zum Beispiel. Dann erwartest oder du weißt dann ganz genau, dass niemand sagen wird, oh Schütze, das ist aber, oder wenn du sagst, dass diese Handcreme gut ist, dann werde ich mir das auch holen, das ist gut. Oder hey Schütze, wie intelligent von dir, eine tolle Handcreme zu finden. Ja, gut hast du das gemacht. Oder solche Worte siehst du oder bekommst du bei diesen Menschen nicht. Und du weißt ganz genau, mit was auch immer du da ankommen würdest, es würde direkt Kritik hageln. Die würden irgendwas sagen, das dich runterzieht. Die würden irgendwas sagen, das dich demotiviert und. Okay. Und davon hast du die Nase voll. Und wir haben hier sechs der Schwerter, das sind so Probleme, die man immer mit in die Zukunft nimmt. Du sagst, dass das Menschen sind, mit denen man nie was wirklich lösen kann. Es gibt da immer irgendetwas, das ich auf dem Herzen trage, das sie auf dem Herzen tragen. Es ist nicht möglich, mit diesen Menschen an einem Tisch zu sitzen und etwas wirklich oder gründlich zu lösen zwischen uns, ja, darüber zu reden. Zehn der Schwerter. Sechs der Schwerter hier, zehn der Schwerter hier, dazwischen sind vier der Schwerter. Du, Schütze, ich bin hier die Letzte, die dir sagt, ah, Schütze, oder schau doch, dass du dich mit deinen Arbeitskollegen anfreundest, oder ah, Schütze, Blut ist dicker wie Wasser, oder halte zu deiner Familie. Nee. Sechs der Schwerter, zehn der Schwerter, dazwischen sind vier der Schwerter. Schütze, dieser Rückzug mit vier der Schwerter wird dir verdammt gut tun. Zieh dich zurück von diesen Menschen. Dieser Rückzug, ja, diese Beendigung, ja, auch wenn es nur für 2-3 Monate ist, diese Beendigung des Kontakts hier, des Energieaustausches, wird dafür sorgen, dass du hier regelrecht neu auf die Welt kommst, ja, dich selbst entdeckst.
Was mit diesem Magier hier? Vier der Stäbe. Ich will mit Schütze zusammen sein. Hm? Siehst du diese zwei Stäbe, die du in der Hand hältst? Ja? Dieser Mensch will, dass du mit deinen zwei Stäben dastehst, okay? Und dein Gegenüber steht mit zwei Stäben da und zusammen seid ihr glücklich in eurem Kosmos, in eurer Kapsel hier sozusagen, okay? Seid gemeinsam happy und alle anderen werden außen vor gelassen. Wie kann ich, oder das ist dann der Magier mit allen vier Elementen auf dem Tisch. Der Magier sagt dann, wie kann ich Schütze dazu überzeugen, ja, diese zwei Stäbe, diese Sicht in Richtung Zukunft da hinzustellen und mit mir zusammen in die Zukunft zu schauen, indem ich Schütze davon überzeuge, dass ich ihn, sie liebe. Ich werde jetzt hier mit Kelch arbeiten und diese Herzensverbindung zusammen aufbauen. Okay. Falls ihr ein komisches Geräusch hinten hört im Hintergrund, ist mein Hund, der hat Zwingerhusten. Okay. Zum Glück geimpft, ja, aber man kann es trotzdem bekommen. Die können das trotzdem bekommen, der hat es bekommen, der Arme. Ja. Der hustet jetzt wieder. Sieben der Kelche, ja. Ja, du weißt nicht so recht. Du weißt nicht so recht. Ob du hier ein Risiko eingehen möchtest, also das hier ist etwas so gekommen, okay, so weißt du nicht, was du willst, so weißt du, was du willst, okay, ich leg das mal so hin, okay, ich weiß nicht, sagst du. Ist die letzte große Arkana hier, die erste große Arkana, die Nullkarte, soll ich oder soll ich nicht, soll ich mich an diesen Menschen binden, ja oder nein? Okay, wie gesagt, hier ist nichts Teuflisches, durch die Sternkarte wird das neutralisiert, hier, es geht hier mehr darum, eben sich an jemanden zu binden. Gemeinsame Wohnung, gemeinsames Kind, gemeinsame Beziehung und. Gemeinsame Verpflichtung, das. Die Kette ist das. Ja. Diese gemeinsamen Dinge da, die ich gerade aufgezählt habe, werden nicht auf der liebenden Karte dargestellt. Das ist dort nicht dargestellt. Das ist was anderes, das gibt es nicht. Eine solche Beziehung, eine normale Beziehung ist eigentlich das hier. Okay? Das spürst du spätestens dann, wenn ihr gemeinsam ein Kind bekommt und du den Namen nicht aussuchen darfst, weil dein Gegenüber ums Verrecken den Namen von XY da dem Kind geben will. Okay? Dann spürst du diese Teufelskarte schon. Ja? Du weißt es nicht. Du springst hier, du bist hier auch risikobereit, sehe ich, aber ja. Wird sich jetzt zeigen. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was Monat für Monat, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni hier passieren wird bei dir im Jahr 2023. Dann werde ich überall da, wo ich Action sehe, eine Zeitkarte ziehen. Dann wissen wir, wann das ungefähr passieren wird. Und hier, diese Karten hier, Schütze, werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Okay? Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye.